Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das CTOR UR1 Pack. Das kam ja vor kurzem im Mod-Hub raus und in diesem Video möchte ich euch das mal genauer zeigen. Vorab aber noch ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Kompakt-Traktoren. Der Autor von dem Mod heißt Wolfex Modding und die Modgröße beträgt ca. 52,53 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Und wir haben ja ein Pack mit verschiedenen CTOR in der Baureihe. Ne? Und wie man hier schon sehen kann, haben die auch im Prinzip alle eine andere Bauart. Mal mit Farbe, mal ohne Farbe, mal mit Kabine, mal ohne Kabine, mal mit kleinerer Haube, mal mit größerer Haube. Ja. Und wie gesagt, ich zeige euch das Ganze einfach mal. Dazu gehen wir immer unter Mods und die LCs hier rein. Ne? Und dann haben wir hier auf jeden Fall schon den CTOR hier ganz unten. Vorab aber nochmal, der Mod, also jeder Traktor, hat eine Slotanzahl. Und diese Slotanzahl wird normalerweise immer unten rechts angezeigt. Ich habe jetzt allerdings schon von jedem einen Traktor gekauft, deswegen wird jetzt nur ein Slot angezeigt. Normalerweise braucht jeder Traktor hier bis auf den letzten 12. Der letzte braucht nur 11 Slots. Das könnten wir im Prinzip mal am Ende des Videos mal schauen. Wir fangen mal im Prinzip mal mit den ersten an. Das war der 2x11. Der 2x11 kommt mit 29 PS daher, manuelles Getriebe, 42 Liter Diesel, fährt 30 km/h und wiegt 2 Tonnen. Kostenpunkt 4.400 Euro. Hier könnt ihr wählen in der Motorausführung den 2511 mit 29 PS oder halt die Motorausführung 2011. Ne? Da sieht man halt im Prinzip hier eine andere Motorvariante vorne mit der anderen Motorhaube. Ne? Ne? Aber halt von der Leistung ist das gleiche. Dann haben wir hier mit der Kabine wählbar, ne? Standard. Oder halt Kabine 1 mit den breiteren Kotflügeln. Kabine 2 mit Werkzeugkasten. Kabine 3, da sind die Kotflügel vorne ein bisschen kleiner, dafür hinten ein bisschen länger. Ja. Dann mit Überrollbügel. Oder halt 5 mit größeren Kotflügeln und mit Überrollbügel. 6. Ja, haben wir auch einen Unterschied. Dann natürlich mit dem kleinen Werkzeugkasten. 7 mit geschlossener, kompletter Kabine. Ja. Oder halt auch 8 mit Überrollbügel. Oder halt 9 auch mit Überrollbügel, mit Werkzeugkasten und Kabine. Oder halt komplette starre Kabine, das geht natürlich auch hier. Ne? Oder halt mit Werkzeugkasten. Oder halt komplett nur mit Überrollbügel, das geht natürlich auch. Oder halt wie gesagt Standard. Die Kosten dafür belaufen sich, je nachdem was ihr dann nimmt, zwischen 500 und 1000 Euro. Beziehungsweise bis zu 2000 Euro. Dann haben wir hier noch die vorderen Kotflügel. Ist hier Standard. Dann 1, 2 oder halt Standard. Also im Prinzip eckig gehalten oder halt rund gehalten im Prinzip. Das geht natürlich auch. Dann haben wir hier Weber Design Standard. Mit Gewichten hinten drauf. Ja. Oder halt Standard. Jetzt können wir hier die Hauptfarbe wählen, von braun auf braun 5 zum Beispiel, gibt es 5 verschiedene Brauntöne, ja. So eher was in beige gehalten. Dann haben wir hier zum Beispiel noch grau, schwarz, schwarz 2 oder wir wählen im Prinzip rot in 3 Töne. Ja. Und hier halt nochmal grau oder halt in blau. So als Beispiel. Ja. Dann haben wir hier die
die Designfarbe hier wählbar, ne? Von halt rot bis 5-mal oder halt auch gerne 6-mal in rot, ne? Wählbar ist auch orange, glaube ich, 4-mal, ne? Einmal, zweimal, dreimal, 4-mal, genau. Und dann haben wir noch blau, 3-mal in der Farbe wählbar. Sieht auf jeden Fall auch schon interessant aus. Dann haben wir noch die Felgenfarbe, ist hier auch wählbar, von rot auf grau zum Beispiel. Oder halt schwarz. Oder halt grau 2. Oder halt in nochmal in rot in 3 Tönen. Oder halt gerne auch in blau. Es gibt natürlich hier auch in gelb. Also beige-gelb, ne, gibt natürlich auch. Dann kostet dieser kleine Traktor hier circa mit dieser Konfiguration 1200 Euro mehr. Also 5200 Euro. Dann kommen wir hier zu den 3X 11 3511S. Der hat 39 PS, manuelles Getriebe, 42 Liter Diesel, fährt 30 km/h, wiegt auch 2 Tonnen und kostet 5400 Euro. Hier können wir wählen die Motorausführung 3511 mit 39 PS oder 3511S mit 42 PS. Oder halt den 3011 mit 39 PS oder halt wieder den 3511 mit 39 PS. Dann haben wir hier die Kabine wählbar, Standard oder halt 1, auch wieder bei dem, wie eben bei dem anderen auch, 2, dann halt 3, 4 mit Überrollbügel, 5 mit größeren Kotflügeln, 6 mit Werkzeugkasten dazu, 7 mit geschlossener Kabine in runder Art, 8 mit Überrollbügel dazu, 9 mit Werkzeugkasten, 10 halt mit im Prinzip komplett Viereckskabine oder halt Starrkabine, ne, wo die halt nicht rund ist, ne, wo sie halt viele Ecken aufweisen tut. Dann noch mit Werkzeugkasten oder halt nur mit Überrollbügel und dem Dach. Oder halt Standard. Vordere Kotflügel, ich denke mal, das ist das identisch dann. 1 oder 2. Ne? Haben wir hier wählbar. Und Design ist auch hier wählbar. Standard oder halt mit Gewichten hinten. Oder halt Standard. Die Hauptfarbe ist auch gleich. Genau, hier 1, 2, 3, 4. 5 Brauntöne haben wir hier wieder wählbar. In der Karosserie im Prinzip. Dann haben wir hier wieder grau oder halt schwarz zum Beispiel oder halt schwarz 2. Dann haben wir hier zum Beispiel auch noch grau, grau 4, gelb oder halt 3 Rottöne. Ne? Je nachdem, wie ihr den lackieren möchtet, ist er euch überlassen. Ne? Oder halt in verschiedenen Blautönen als Beispiel. Danach haben wir hier zum Beispiel die Designfarbe. Ne? Haben wir hier auch in verschiedenen Rottönen von 1 bis 6. Ne? Oder halt 1 bis 4 orangefarbige Töne. Ne? Könnt ihr halt den in Orange färben. Oder halt in 3 verschiedenen Blautönen. Das geht natürlich auch. Dann haben wir hier die Felgenfarbe. Können wir hier auch wieder wählen von Rot 4 Stück. 4 Farben, dann haben wir hier noch grau oder halt schwarz zum Beispiel, ne? Oder halt auch grau, grau, zum Teil grau-beige gehalten oder halt auch gelb hier, oder wir nehmen wieder blau. Im Prinzip so identisch wie halt die Hauptfarbe und die Designfarbe ist, als Beispiel. Dann kostet dieser Traktor mit dieser Konfiguration 6200 Euro. Dann haben wir den 3X45, der hat Standard 39 PS, manuelles Getriebe, 42 Liter Diesel kann er tanken, fährt 30 km/h und wiegt auch 2 Tonnen. Kostenpunkt 5900 Euro. Hier könnt ihr wählen den 3545 mit 39 PS oder den 3040 auch mit 39 PS, nur mit einer kleineren Haube vorne. Ja. Oder halt wieder den 3545 mit 39 PS.
Also da habt ihr entweder wählbar die kleinere Motorhaube oder halt die größere Motorhaube. Entweder halt eckig, wie dieser hier, oder halt vorne rund gehalten. Da sind die Geschmäcker natürlich auch total verschieden, was das angeht. Dann haben wir hier auch wieder die Kabine wählbar, ne? 1, 2, 3, 4 mit Überrollbügel. Dann haben wir hier 5 mit den Kotflügeln. 6 mit dem Werkzeugkasten oder mit dem kleinen Kasten da. 7 mit Kabine. 8 mit Überrollbügel und Kabine. 9 mit dem Werkzeugkasten dazu. Dann haben wir hier diese Eckkabine als 10er Variante. 11 oder halt 12. Nur mit Überrollbügel und Dach. Oder halt Standard ohne. Design ist auch hier wieder wählbar von Standard auf mit Gewichten hinten. Ne? Oder halt Hauptfarbe auch wählbar hier von Braun in 5 Tönen, Grau in mehreren Tönen. Das hier ist jetzt zum Beispiel schwarz. Ne? Geht natürlich auch in Rot wieder, in mehreren Tönen oder halt in Blau als Beispiel. Die Designfarbe können wir hier auch wählen von 1 bis 6 in Rot. Ne? Oder halt 1 bis 4 in Orange. Oder halt auch gerne 1 bis 3 in Blau. Und dazu können wir noch die Felgenfarbe wählen. 1 bis 4 in Rot. 1 bis 3 in Blau zum Beispiel. Oder halt in mehreren Grautönen. Oder halt auch in Gelb zum Beispiel. Dann kostet diese Konfiguration 1200 Euro mehr. Im Prinzip insgesamt 6700 Euro. Dann kommen wir hier zu dem 4X11 5511. Da haben wir im Prinzip im Standard 49 PS, manuelles Getriebe, 50 Liter Diesel, fährt 30 km/h und wiegt 2 Tonnen. Kostenpunkt 6400 Euro. Hier könnt ihr wählen die Motorausführung von 4511 mit 49 PS auf 4011 mit der kleineren Kabine auch mit 49 PS oder den 5511 mit 55 PS. Nur da halt wieder den 4511. Wählbar ist hier dazu natürlich auch die Kabine wieder 1 bis 12, ne, komplett einfach mit Überrollbügel und Kabine, beziehungsweise nur mit Dach. Da haben wir hier wieder diese Eckkabine, ne, auch schon schick gemacht. Dann haben wir hier wieder die Kabine oder ohne den Werkzeugkasten. Dann diese halbrunde Kabine mit Überrollbügel und halt mit Werkzeugkasten, ohne Werkzeugkasten, ohne Überrollbügel. Dann halt nur den Überrollbügel mit Werkzeugkasten. Dann ohne den Werkzeugkasten oder halt komplett mit kleineren Kotflügeln oder halt ohne Überrollbügel oder halt mit größeren Kotflügeln zum Beispiel. Vordere Kotflügel könnten wir hier auch wieder wählen von Standard auf 1 bis 2. Ne? Oder halt Designwahl ist auch wieder Standard oder mit Gewichten. Hierzu haben wir allerdings auch wieder diese Farbwahl in verschiedenen Brauntönen von 1 bis 5 sogar hier. Ne? Dann haben wir hier in verschiedenen Grautönen noch die Farbe Grau oder Schwarz zum Beispiel. Oder halt in Gelb. Was allerdings auch geht in 3 verschiedenen Rottönen. Ne? Oder halt in 3 verschiedenen Blautönen. Als Beispiel. Die Designfarbe haben wir hier auch wieder wählbar 1 bis 6 in Rot. Ne? Verschiedene Rottöne hier. Ne? Hell bis dunkel. Dann haben wir 1 bis 4 in Orange, auch hier wieder hell bis dunkel. Ne? Oder 1 bis 3 von Blau, auch hell bis dunkel zum Beispiel. Und die Felgenfarbe können wir hier auch wählen. Von 1 bis 4 in Rot, verschiedener Farbe in Rot, von hell bis dunkel. 1 bis 3 in Blau, auch wieder von hell bis dunkel. Oder halt auch gerne grau oder halt schwarz. Oder halt auch gelb. Das geht natürlich auch.
Und halt, ihr könnt natürlich auch die Kennzeichen überall noch ändern. Dann kostet dieser hier zusammen mit dieser Konfiguration 8.200 Euro. Und dann kommen wir mal zum letzten. Das ist der 5545. Der kommt Standard daher mit 55 PS, manuelles Getriebe, 50 Liter Diesel, fährt 30 km/h und wiegt 2 Tonnen. Kostenpunkt 7.900 Euro. Hier könnt ihr allerdings jetzt nur die Kabine, das Design wählen, die Hauptfarbe, Designfarbe oder Felgenfarbe. Also keine Motorvariante oder so. Da haben wir auf jeden Fall hier mal Standard, dann 1 mit Großer- und Kotflügeln, 2 mit dem Werkzeugkasten, 3 mit den kleineren Kotflügeln, 4 mit Überrollbügel, 5 mit den größeren Kotflügeln und den Überrollbügel, 6 mit dem Werkzeugkasten dazu, 7 mit dieser halbrunden Kabine, dann mit Überrollbügel dazu. Und halt 9 mit dazu noch den Werkzeugkasten, 10 halt mit dieser Eckkabine, 11 halt mit Werkzeugkasten, 12 im Prinzip nur der Überrollbügel mit einem Dach oben drauf oder halt gar nichts, also Standard. Design könnt ihr hier auch wählen, Standard oder mit Gewichten, ja, da wiegt er allerdings auch nur 2 Tonnen. Und hier könnt ihr wählen die Hauptfarbe in verschiedenen Brauntönen, ja, zum Beispiel, oder halt in Grau. Es geht natürlich auch hier in Schwarz wieder. In Schwarz 3 zum Beispiel, dann in Gelb oder halt auch in Rot in drei verschiedenen Farben oder sogar auch in Blau in drei verschiedenen Farben. Designfarbe könnt ihr hier auch wählen, 1 bis 6 wieder in Rot und 1 bis 4 in Orange, also einmal hier wie gesagt in Rot und 1 bis 4 in Orange und 1 bis 3 in Blau. Felgenfarbe könnt ihr natürlich auch wieder wählen hier, 1 bis 4 in Rot, 1 bis 3 in Blau oder halt zum Beispiel in Gelb, in Grau oder gerne auch in Schwarz. Dann kostet dieser Traktor hier ca. 8.700 Euro. Mit maximal 55 PS. Und da haben wir mal hier auf jeden Fall mal ein paar hingestellt. Also von, glaube 35 PS bis 55 PS. Ne? Oder halt auch ab 29 PS nach oben. Ne? Sieht auf jeden Fall schon echt interessant aus, muss ich sagen. Man hat schon was. Man sieht halt auch optisch her, wurde auch schon viel gemacht hier. Ne? Und die sehen fast identisch aus. Und einmal setze ich mich einfach mal hier in so einen Traktor rein und probiere den einfach mal aus. Wir haben natürlich immer mit dem Licht angefangen. Da haben wir zwei Stück für vorne, ne? Und zwei Stück für hinten. Jeweils eines links, eines rechts. Dann haben wir noch natürlich noch im Prinzip zwei Scheinwerfereinstellungen für vorne. Ja. Einmal den normalen und einmal das Fernlicht. Ja. Man sieht das ja. Dann haben wir auf jeden Fall hinten den Blinker. Hinten rechts oder hinten links. Haben wir hier vorne auch einen Blinker? Nein, haben wir keinen. Okay, das ist jetzt wegen dem Kotflügel so. Ne. Aber wenn wir zum Beispiel mal den daneben betrachten, den Traktor, diesen hier. Zum Beispiel, der hat auch hier da hinten Blinker, ne? Hinten links und hinten rechts und vorne natürlich auch hier am Kotflügel. Ja. Geht natürlich auch. Also wie gesagt, da müsst ihr halt gucken, welchen ihr wählen tut, dass dieser dann auch nach vorne einen Blinker hat, wenn ihr das halt so auswählen wollt. Hupe ist auch am Start. Ne? Da würde ich einfach mal sagen, starten wir den einfach mal. Und ihr seht, meine Spielfigur schaltet vorne. Ja. Hört
Hört sich auf jeden Fall schon recht interessant an, ne? Und die Lenkung vorne ist auch schon cool gemacht, ne? Wie halt in echt, ne? Dass das ja alles so sein soll, wie es ist. Na, hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen schalten hier vorne, ne? Ist auch cool gemacht. Da haben wir ein kleines Display hier unten drunter, ne? Mal nach vorne oder halt für nach hinten. Das geht natürlich auch. Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall auch wieder interessant. Dann haben wir mal hier den anderen mit der Kabine oder halt den etwas größeren hier. Ja. Und je nach Motor hört er sich immer anders an. Ja, hier haben wir auf jeden Fall auch das Licht hier vorne. Dann haben wir hinten noch ein Licht. Ja, genau ist an. Ja. Blinker links, Blinker rechts hier hinten. Und dann haben wir auf jeden Fall vorne auch einen Blinker an der Kotflügel, jeweils auf der Seite, ne? Und ihr seht auch sogar, der Sitz geht mit hoch und runter, auch schön gemacht. Ne? Hier der Anschluss hinten drückt sich auch mit. Ne? Und hier haben wir auch die Lenkung, die ist auch einwandfrei gemacht. Auch cool gemacht, auf jeden Fall. Ja, wie es halt so in echt sein sollte. Ja. Sind auf jeden Fall hier kleinere Traktoren, so mit maximal 55 PS, die man halt auch benutzen kann für kleinere Höfe. Finde ich auf jeden Fall schön gemacht. Dann hätte ich einfach mal gesagt, ich hole noch einen, dann nehmen wir mal hier den blauen mit. Ja. Hier zum Beispiel komplett in der geschlossenen Kabine. Ja. Ist auch schon schick gemacht. Hier kann man auch überall rausgucken. Ja. Und der hört sich natürlich auch anders an. Ja. Der fährt hier auch 26 km/h hier. Haben natürlich auch Licht für vorne, einmal das normale und das Fernlicht. Und dann haben wir hier Blinker rechts, hinten und vorne, Blinker links, hinten und vorne. Ja. Und man sieht halt auch man sieht die Getriebewelle, Kardanwelle, ja, wo man halt auch dieses Allrad vorne hat. Ja. Also wenn man jetzt mal hier genau hier reinguckt, hat man ja auch hier die Verzahnung. Ja? Und da sieht man auch, dass dieser Traktor hier Allrad hat. Also sowohl Vorderrad als auch Hinterradantrieb. Ja? Gibt ja manche, die haben nur Heckantrieb. Oder halt manche, die haben nur beziehungsweise Allrad. Aber muss ich sagen, auf jeden Fall, das ist ein schönes kleines Pack. Auch wieder für die Konsole. Ja. Und hier kann man auf jeden Fall auf so kleinen Karten sich ruhig austoben damit. Vor allen Dingen immer der Sound beim Anmachen finde ich auch schön gemacht. Ne? Gucken wir mal hier bei dem. Ah, da haben wir genau das Gleiche, genau. Hier vorne haben wir auch die Lenkung hier. Ja. Auch schön gemacht. Und da ist auf jeden Fall auch das so weit, wie es halt geht, umgesetzt, wo man halt auch sehr viel vom Detail her auch sehen kann. Ja. Lenkung hier, dann halt mit den Überrollbügeln, ja, hier auch an der Kabine dran. Ja. Dass falls man jetzt umkippen sollte, in echt, dass der Überrollbügel dann euch hält, ne?
Optisch auch schon cool gemacht. Hier sieht man sehr viel vom Motor und Co. Ne? Mit kleinerer Haube oder mit größerer Haube. Ne? Und wie gesagt, dieser hier hat circa jetzt 11 oder 12 Slots, je nachdem, welchen ihr holt. Die ersten haben halt 12 Slots, der letzte hat 11 Slots auf der Konsole. Weil da musste man ja auch noch drauf achten, wegen der Slotanzahl. Ja, und ist ja halt auf Konsole auch so eine Sache. Aber wie gesagt, schönes Pack, finde ich interessant und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das war es aber leider schon von diesem Video hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr denn noch Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt es mir doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht uns gerne aber auch auf Twitch oder gern auf unserem Discord-Kanal. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen über euch. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.